So könnte auch eine Begegnung mit den Herrschaften gewesen sein. Sagen Ihnen dann, wir haben hier Ihre Akte und das Verhör beginnt. Dann irgendwann die Frage, spüren Sie jetzt oder müssen wir andere Maßnahmen unternehmen, so dass Sie dann gehorchen und uns dienen. Wir können Sie auch abholen lassen und niemand wird erfahren, wo Sie abgeblieben sind. Oder Sie werden für immer in ein Gefängnis eingewiesen oder in ein Krankenhaus. Wir wissen, wo Sie wohnen. Wir wollen mit Ihnen über Ihre Verhaltensweisen mit uns Herren und Herrinnen mal reden. Ihnen würde mein Verhalten nicht gefallen. Ich sei zu aufmüpfig und überhaupt so. Doch es sind doch die Herrschaften, die eine Verhaltensweise an den Tag legen, die man nicht akzeptieren kann. So setzen sie sich unter Drogen, machen irgendwelche Fotos und sagen dann, wir sind fertig mit ihnen. Und wenn sie an der Öffentlichkeit gehen, dann werden wir die Fotos veröffentlichen. Aber diese Herren und Herren, sie bestehen bei meinem Verhalten auf Unterwürfigkeit, denn sie würden hier bestimmen. Und sie ließen sich nicht ein zweites Mal von mir sich ans Bein pinkeln lassen, so würden sie sonst mich töten. Es würde nach mir sowieso kein Hahn mehr krähen. Niemand will mit mir zu tun haben. Und es wäre nicht richtig gewesen, dass ein... Doch, es wäre richtig gewesen, sagten sie, dass ein Herr mit mir sprichwörtlich einen Arschtritt gegeben hat und mir gesagt hat, ich sollte verschwinden. Keiner will mit dir zu tun haben. Verschwinde endlich und am besten, ich würde ganz auswandern. Sie würden hier in einem Herrschaftssystem leben und auch ich werde das nicht ändern können. So oder auch anders kann ein Gespräch mit Herren und Herrinnen, die unsere Herrschaften sein wollen, ablaufen. Meine Erfahrungen in der Vergangenheit mit Egomanen und Vollegoisten sowie mit Sadisten, die alle samt gerne über uns bestimmen wollen und uns am liebsten ausbeuten wollen und die Mittel anwenden, die skrupelloses, brutales und grausam sind, ist, dass dieses Gespräch und Verhör genauso sein kann. Übel, wie ich meine, kriminell, wie ich meine, und wer schützt uns vor diesen Verbrechern?